Den königsblauen Puls etwas runterfahren, das Motto für den Donnerstag zum Wochenende, geht er eh wieder ganz rauf. Nach einer Doppelschicht am Dienstag und intensiver Mittwocheinheit hieß es, ruhiger angehen lassen, viel Spaß haben, Sead Kolasinac, Fahrkarte und Pirouette, gute Laune auch bei Marco Höger. Die letzten 2-3 Wochen liefen wieder richtig gut für uns und wir gehen mit voller Zuversicht und hohem Selbstvertrauen in das Spiel und wollen natürlich die 3 Punkte hier behalten. Ich glaube, es wird ein relativ offenes Spiel. Ich sehe uns beide im Derby auf Augenhöhe und ja, wie gesagt, wir spielen hier zu Hause und unser Anspruch ist gerade jetzt von der Tabellensituation her natürlich 3 Punkte zu holen. Höger und Derby, da war doch was. Ganz genau, der Siegtreffer im Hinspiel. Können wir auf Wiederholung hoffen? Ja, das ist gewagt zu sagen. Wäre natürlich schön, aber wenn andere die Tore machen und wir nachher gewinnen und 3 Punkte hier behalten und ich halt kein Tor gemacht habe, freut mich das auch. Und ja, Hauptsache wir behalten die 3 Punkte hier. Seine Nachbarn in Buhr hatten Marco nach dem Hinspiel Geschenke vor die Tür gestellt. Hat er danach irgendeinen Aberglauben um das tollste Tor seiner bisherigen Karriere entwickelt? Ich hoffe oder glaube, dass ich noch das ein oder andere Tor mehr machen werde. Klar ist das ein besonderes Tor im Derby, aber mein Trikot habe ich behalten, meinen Eltern geschenkt, aber jetzt so ein großartiger Aberglaube ist da nicht. Es waren besondere Übungen zu beobachten am Donnerstag. Koordinationstests der mehrdimensionalen Art. Auf Kommando Bälle mit der angesagten Hand fangen, dann das richtige Bein vorstellen oder mit Füßen und Händen gleichzeitig jonglieren. Besonderes Spiel gleich besondere Vorbereitung. Von der Vorbereitung her können wir da keine Unterschiede machen im Training oder auch was jetzt taktisch angeht. Aber klar ist es natürlich für jeden Einzelnen nochmal ein emotionsgeladeneres Spiel als sonst hier zu Hause das Derby zu spielen. Und ja, für die Fans ist es natürlich auch was ganz Besonderes.